So, das war jetzt sozusagen das Erdgeschoss und der Außenbereich irgendwie. Noch schnell vielleicht die anderen Geschosse. Auch hier hat sich wieder etwas getan. Obergeschoss, das ist jetzt hier im Flur, gibt sich eben dieses Bild. Auch hier wurde diese Bingo Loop Wallbox eben eingebaut. Die war auch schon beim letzten Mal eingesetzt. Ist jetzt aber verschlossen, sodass man hier auch wieder verputzen kann. Und auch in den anderen Zimmern hat sich doch ein bisschen was getan. Und da gehen wir jetzt eben auch nochmal schnell der Reihe nach durch. Die größten Veränderungen haben sich sicherlich hier im Bad ergeben. Zum einen wurde hier jetzt eben auch diese Vormauerung errichtet. Das kann man jetzt hier sehen. Also auch hier ist der Spülkasten, jetzt befindet sich jetzt hier eben im Mauerwerk oder ist Teil des Mauerwerks und kann jetzt eben hier verputzt und danach befliest werden. Was wir an dieser Stelle, also die Mauerung wurde eben vom Rohbauer mit erstellt. Wir haben jetzt in den letzten Tagen uns hier um diese Konstruktion gekümmert und das Ganze eben jetzt wirklich in der Höhe sozusagen perfekt ausgeglichen. Da gab es doch noch mal so ein bisschen einen Versatz, den hätte halt sonst irgendwie der Verputzer wahrscheinlich erledigen müssen. Warum das aber ich in Angriff genommen habe, ist dieses Leerrohr hier. Und zwar möchte ich eben auf dieser Mauerung noch mal so ein LED-Profil nachher setzen. Das muss dann wirklich auch an der richtigen Stelle herauskommen. Das heißt, man muss diesen Schlitz hier noch verschließen. Das wird jetzt wahrscheinlich morgen am Montag passieren. Daher muss ich das jetzt hier eben noch so fixieren, dass es an der von mir gewünschten Stelle herauskommt. Das ist dann wirklich wieder so eine Angelegenheit, die sollte schon auf den Zentimeter, am besten natürlich auf den Millimeter genau sein, damit man nachher nicht irgendwie großflächig die Mauer wieder öffnen muss. Und daher habe ich das jetzt hier eben soweit schon mal vorbereitet, dass ich jetzt auch selbst weiß, wie hoch die Mauer nachher tatsächlich ist. Da kommen natürlich noch Fliesen oben drauf, Putz und so weiter, aber das kann man jetzt dann schon ungefähr abschätzen. Zu den Beleuchtungskonzepten hier im Bad habe ich auch schon einiges gesagt. Wir haben hier solche Nischen. Hier gibt es auch wieder Leerrohre. Da sollen nachher eben auch wieder Profile eingesetzt werden, wie es zum Beispiel hier schon der Fall ist. Und auch hier soll das Ganze eben dann indirekt in Szene gesetzt werden durch eine Beleuchtung. Also hier im Bad, das ist von der Lichtbeleuchtung, von der Lichtplanung, von der Komplexität her schon mit am anspruchsvollsten. Da kommen dann am meisten Leerrohre und Kabel zusammen. Also das ist jetzt hier alles nur ein Teil der Verrohrung. Kann man hier ungefähr sehen, was da am Boden zusammenkommt, was da an der Decke zusammenkommt. Und was auch hier noch in verschiedenen anderen Ecken und so sich befindet. Man versucht das natürlich so weit wie es geht, so gut wie es geht, irgendwie aus dem Weg zu räumen, damit die Verputzer und auch die Rohbauer und so weiter hier alle eine Chance haben, eben zu arbeiten und sauber zu arbeiten. Das hier wird zum Beispiel jetzt die spätere Dusche. Auch hier will ich eben mit Lichtleisten arbeiten, die in der Wand eingearbeitet sind. Und dementsprechend ist noch nicht ganz fertig, kann man hier jetzt sehen, da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Aber da kommt schon einiges an Verkabelung zusammen. Zentraler Bestandteil vom Bad ist ja auch hier diese Geschichte mit dem Smart Mirror. Auch dazu gab es schon Videos. Und das ist hier jetzt einfach diese Nische, die wir geschaffen haben für den Smart Mirror, für den späteren. Auch das muss nochmal natürlich ordentlich verputzt und alles werden, gestrichen werden und so weiter. Aber dann kann man sich irgendwann eben um den Spiegel kümmern und hat über diese Leerrohre die Möglichkeit, auch dort wieder die Verkabelung vorzuführen. Da soll ja zum einen natürlich irgendwie Smart Mirror, der braucht Strom. Beleuchtung ist ein Thema und auch Beheizung ist ein Thema. Also wir müssen da schon mit ein paar Leitungen dann in den Spiegel kommen, daher hier diese drei Leerrohre, die dann hier unten herauskommen und dort wird sich eben wieder so ein estrichbündiger Bodenkanal befinden. Bei dieser Möglichkeit, und das hatte ich euch ja unten in Aussicht gestellt, wir haben hier genau die gleiche Unterputzarmatur wie auch im Erdgeschoss, im Gäste-WC, also hier, das ist eben die Entnahmestelle, Entnahmemöglichkeit hier im Bad, also da wird sich ein Waschtisch befinden, so eine Schüssel und hier irgendwie wird die Armatur nachher noch angeschlossen und das Wasser herausfließen hier. Also hier glaube ich, das ist dieser Hebel, dieser Regler und hier fließt dann eben das Wasser heraus. Hier dazu entsprechend der Abfluss und was wir eben an dieser Stelle, was ich hier installiert habe, ist eine Temperatursensorik. Also wir haben hier 20 mm Leerrohre mit einer Kupferhülse vorne dran. Und diese Kupferhülse habe ich wiederum mit solchen Rohrschellen, heißen die, glaube ich, hier angeschraubt. Einmal an die Warmwasserleitung, einmal an die Kaltwasserleitung. Einfach nur, um Temperaturänderungen registrieren zu können. Also man kann jetzt hier sicherlich nicht in Erfahrung bringen, wie viel Wasser ist dort geflossen und so weiter. Aber ich habe an zentraler Stelle die Idee, eben im Hausanschlussraum Durchflusssensorik einzusetzen. Und darüber verspreche ich mir dann zum einen, das ein bisschen zuordnen zu können, wo ist das Wasser jetzt tatsächlich abgeflossen. Zum anderen aber auch ist das hilfreich, um einfach im Badezimmer aus Sicht eines Smart Homes den Zustand in Erfahrung zu bringen. Das heißt, ich kriege heraus, später dann über weitere Sensoren, hier zum Beispiel ist die Badewanne in letzter Zeit bedient worden, befindet sich womöglich jemand in der Badewanne.
ist gerade jemand hier irgendwie sich am Waschen, am Zähneputzen oder sowas, beziehungsweise analog dazu eben auch in der Dusche, ist gerade jemand am Duschen. Und dadurch kann man natürlich dann über entsprechende Nachlaufzeiten einfach sicherstellen, dass man hier das Licht nicht ausschaltet oder dass man hier die Badezimmerbeleuchtung einschaltet, dass man einen Handtuchheizkörper, der sich dort befinden soll, aktiviert und lauter solche Spielchen. Also das sind halt einfach zusätzliche Informationen, die man auswerten kann. Das kann sich sicherlich als nützlich herausstellen im Nachgang. Und auch hier kann man sehen, selbe Konstruktion, also hier diese Kupferhülse einfach an diese Warmwasserleitung von außen eben fixiert, sowohl Warmwasser als auch Kaltwasser. In dem Fall habe ich auch tatsächlich eben schon über diese Leerrohre die Sensorik eingebaut. Also das sind so Hülsen-Temperatursensoren, die sind relativ günstig. In meinem Fall habe ich, glaube ich, 10 bis 15 Euro pro Sensor gezahlt. Ich habe jetzt an der Stelle auch auf PT1000 Sensoren gesetzt. Also da gibt es dann natürlich auch verschiedene Typen. OneWire und eben auch analoge Geschichten. In meinem Fall PT1000, das ist tatsächlich analog. Das heißt, der verändert einfach seinen Widerstandswert über die Zeit hinweg, beziehungsweise über die Temperatur hinweg, und den Widerstand, den Strom, der da durchfließt, den kann man eben wieder auswerten. Da gibt es dann Aktorik, Sensorik für KNX, und in dem Sinne kann ich das dann eben auf dem Bussystem eben abfragen. Ja, und daneben wird jetzt hier im Obergeschoss, beziehungsweise im Speziellen hier im Badezimmer, werden hier eben Schlitze verschlossen. Also das hier jetzt zum Beispiel ein Schlitz für die zentrale Staubsauganlage wieder. Auch der ist jetzt hier unten im unteren Bereich zumindest schon mal verschlossen werden. Analog dazu ist man hier auch gerade am Schließen des Schlitzes für die Luftleitung. Also wir haben hier diese kontrollierte Wohnraumbelüftung im Obergeschoss. Da wird eben die Luft über diese Öffnungen nachher hier im Mauerwerk zu- und abgeführt. Also in dem Fall Feuchtraum wird sie sicherlich abgeführt werden und muss halt verschlossen werden. Da unten hat man schon begonnen. Wahrscheinlich ist dann irgendwie, hat die Zeit nicht mehr gereicht, und da geht es aber sicherlich dann in den nächsten Tagen weiter damit. Ein ähnliches Bild ergibt sich jetzt hier in einem der Kinderzimmer. Die Akustik ist ganz interessant, wenn der Raum tatsächlich so leer steht. Also auch hier hat man damit begonnen, diesen Schlitz eben zu schließen. Ganz abgeschlossen ist das noch nicht, denn man kann im zweiten Kinderzimmer sich mal ein Bild davon machen, wie das aussieht, wenn das Ganze eben wirklich verschlossen ist. Hier jetzt zum Beispiel, dieser Schlitz ist jetzt hier schon vollständig verschlossen. Man sieht quasi hier oben nur noch diese Öffnung für die Lüftung herausschauen. Das Ganze wird jetzt eben ganz normal verputzt, und dann setzt man da oben eben auch nochmal so ein Austrittsgitter oder sowas ein und kann dann da eben die Luft zuführen in dem Fall. Das ist ja ein Wohnraum jetzt. Hier zu sehen ist jetzt der Heizkreisverteiler im Obergeschoss, ähnlich und analog aufgebaut zu dem im Erdgeschoss. Soweit ich weiß, war der ja beim letzten Mal auch noch nicht, tatsächlich noch nicht angeschlossen. Da hat man hier nochmal ein Teil ausgetauscht, das Ganze auf 6 Heizkreise eben erweitert und mit an die Heizleitungen angeschlossen. Und das ist eben jetzt hier der Vor- und Rücklauf der Heizungen, die dann an der Stelle eben einen Bogen zurück machen und dann wieder nach unten in den Hausanschlussraum gehen. Hier jetzt das Bild, wie es sich aktuell im Schlafzimmer ergibt. Und hier ist aktuell zumindest noch das Markanteste sicherlich dieser Schacht, der eben nach oben führt. Hier sollen ja die Leitungen nach oben gehen, die dann eben hier im Obergeschoss benötigt werden. Ursprünglich war ja tatsächlich auch die Idee, die bis auf den Dachboden zu führen. Also hier an der oberen Stelle befindet sich ein Durchbruch, genauso wie in jedem Zimmer es einen Durchbruch von oben wieder nach unten gibt. Den kann man hier nur sehen, da führen eben die Leerrohre alle hin. Da gab es aber auch so ein bisschen eine Planänderung, eine kleinere. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, das doch mit Leerrohren zu machen, anstatt die Leitungen hier nackt nach oben zu führen. Und die Idee ist einfach, meine Bedenken waren einfach, dass sich diese Öffnungen hier, diese großen Durchbrüche, diese großen Schlitze, nicht ordentlich verschlossen bekomme im Nachgang, gerade mit diesen vielen Leerrohren, die da durchgehen, dass man das wirklich luftdicht abgeschlossen bekommt wegen Blower-Door-Test und dass man das auch gut dämmt, denn ansonsten hat man da halt ganz schnell irgendwelche Kondensationsprobleme und Wasser dringt ein und Schimmel bildet sich und so weiter. Das möchte man alles natürlich nicht. Daher, der neue Plan ist jetzt eben über diesen Schacht Leerrohre nach oben zu führen. Die Leerrohre gehen dann in jeden Raum, wie man das jetzt hier sehen kann, muss natürlich alles noch an der Decke montiert werden. Aber die Idee ist dann einfach, wie auch in den anderen Geschossen, hier an der Stelle Revisionsöffnungen in der abgängigen Decke zu haben. Und dann kann ich das von hier aus bedienen, habe aber gleichzeitig den Vorteil, dass ich eben die Gebäudehülle nicht verlassen muss in dem Sinne und dadurch natürlich eine Menge Probleme weniger in Bezug auf Feuchtigkeit und Wärmedämmung und so weiter. Und hier jetzt nochmal so ein kurzer Einblick in unsere Ankleide. Also auch hier gibt es nochmal so einen Schacht, der an der Stelle noch komplett offen steht. Der muss eben noch verschlossen werden. Ansonsten ist die Ankleide relativ uninteressant bisher zumindest.
Da hängen halt jetzt einfach irgendwelche Leitungen und Kabel von der Decke und so weiter. Dosen sind hier natürlich eine Menge wieder vorbereitet und man kann den Heizkreisverteiler von hinten sehen. Aber ansonsten ist dieser Raum leer und nackig und hier gibt es nichts Erwähnenswertes. Ich habe mich jetzt hier noch ganz kurz ins Kellergeschoss begeben. Auch hier gibt es noch die eine oder andere Änderung und Veränderung gegenüber dem letzten Mal. Leider ist hier die Beleuchtung nicht ganz ideal. Man kann sehen, ich arbeite zwar mit Licht, aber irgendwie kann man nur mich sehen. Es sei denn, die Oberflächen reflektieren, wie es zum Beispiel jetzt hier der Fall ist. Auch hier wieder so eine Wallbox, wie auch schon in den anderen Geschossen. Man kann das sehen, Schlitz verschlossen, das geht dann irgendwie nach oben. Und von dort aus geht dann diese Leitung weg Richtung Hauswirtschaftsraum. Und dort befindet sich der zentrale Staubsauger. Dazu gleich später nochmal mehr. Auch hier in den Räumen, in den, ja, nicht Wohnräumen, aber zumindest hier im Büro. Da werde ich mich sicherlich auch lange aufhalten immer. Da hat es ja auch noch mal ein bisschen was ergeben. Also wir haben ja hier diese Fenster, die sind natürlich nicht bodentief im Kellergeschoss, aber doch recht groß. Da gibt es oben zum einen wieder diese Lichtleisten, wie auch in den anderen Geschossen zum Teil. Einfach um hier auch nochmal so Lichtakzente zu setzen und den Raum ein bisschen aufzulockern mit diesen Lichtakzenten. Was aber in den letzten Tagen und Wochen hier sich abgespielt hat, das war ein richtiges Kraft- und Geduldsspiel. Und zwar wollte ich auch hier in den Fensterleibungen einfach nochmal Steckdosen haben, falls man jetzt hier im Fensterbrett irgendwas abstellt, was beleuchtet werden soll. Ein cooles Modell, um den Raum, um irgendwie seinem Nerdtum gerecht zu werden, braucht Strom. Und ja, Strom kriegt immer Steckdosen. Steckdosen brauchen Unterputzdosen. Das heißt, man muss sich hier wirklich großflächig was aus der Wand herausnehmen. Ich habe es auch mich hier nicht nehmen lassen, das Ganze mit einem Leerrohr anzufahren. Das heißt, auch hier nochmal nach unten geschlitzt. Und das ist dann quasi das Leerrohr dazu, über das ich dann da ein Kabel einziehen kann. Und das Ganze eben sechsmal. Also wir haben hier im Kellergeschoss drei Fenster. Ich habe das jeweils links und rechts gemacht und habe jetzt hier eben die, kann man ja sehen, diese Unterputzdosen gesetzt. Die musste man natürlich, um sie dann auch ordentlich zu setzen, hier nochmal mit einer Holzkonstruktion in Position halten. Und ja, war recht aufwendig vom Zeitaufwand und vom Kraftaufwand her. Letztendlich hat man da halt eine Unterputzdose und einen Leerrohr. Das schaut immer ganz easy peasy aus, aber kostet am Ende des Tages dann doch enorm viel Zeit. Leider ist die Beleuchtung hier im Keller wirklich miserabel. Das heißt, es ist wirklich sehr schwer, hier irgendwas aufzunehmen. Also ich befinde mich jetzt hier nochmal im Hauswirtschaftsraum. Das ist jetzt hier dieser oft schon erwähnte zentrale Staubsauger, der dann tatsächlich den Dreck ansaugt über diese Saugleitung, die dann hier im ganzen Haus eben verläuft, sowie einer zweiten Leitung, die nach außen führt. Die hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Da gibt es auch nochmal einen Schalldämpfer, um irgendwie die Geräuschkulisse nach außen hin ein bisschen zu verringern. Ansonsten, ja, der hat halt dann auch irgendwie ein Kabel mit Steckdose und eine Busleitung oder sowas. Muss man alles noch anschließen. Getestet haben wir das aber schon. Funktioniert soweit und ist an der Stelle hier im Hauswirtschaftsraum hoffentlich auch ganz gut aufgehoben. Nur dazu gibt es einfach in anderen Videos mehr zu sehen und dann auch ein bisschen besser ausgeleuchtet, beziehungsweise einfach mal ein bisschen professioneller dann vorgeführt alles. Der für mich hier interessanteste Raum ist sicherlich dieser hier. Das ist der Hausanschlussraum. Auch hier kommt mittlerweile doch einiges zusammen an Leerräumen aus verschiedenen Räumen und Geschossen. Aber auch hier, das ist am Ende des Tages noch alles nackig. Hier ist noch diese Erdungsfahne. Da kommt eben dann der Zähler- und Verteilerschrank hin. Hier gibt es eben auch nochmal eine Reihe von Leerräumen, die hier verteilt werden müssen oder die eben genutzt werden können, um Elektroleitungen überall hinzuführen. Und hier vielleicht an der Stelle, damit hatten wir das Video irgendwie begonnen, gibt es diese Tiefbaurohre, die KG-Rohre, für die Belüftung der, für die kontrollierte Wohnraumbelüftung. Also das ist die Zu- und Fortluft der kontrollierten Wohnraumbelüftung und die wird eben hier ein- und ausgeführt. Und da gibt es einfach an dieser Stelle hier, soll dann die Lüftungsanlage selbst installiert werden und das geht dann über diese Schlitze oben eben ins Freie und kann dort die Luft ansaugen und auch abführen. Das war jetzt eben hier so eine Tour durchs Haus. Man kann den aktuellen Stand, glaube ich, konnte man ganz gut sehen. Aber man konnte eben auch sehen, dass noch eine Menge zu tun ist. Man darf auch insbesondere, möchte ich hier jetzt nichts überstürzen. Also mich nervt schon selber, dass jetzt hier immer noch nicht verputzt ist und dass die Wände rot sind. Ich würde jetzt auch langsam gern in die nächsten Bauphasen kommen und mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Das hilft aber nichts. Gut, Dinge will Weile haben, wie man so schön sagt. Und man muss hier einfach sich Dose um Dose, Rohr um Rohr eben vorkämpfen. Und vor allem möchte ich jetzt auch am Ende oder überhaupt möchte ich einfach nichts vergessen. Irgendwas vergisst man sicherlich immer. Aber ich hoffe einfach ganz stark, dass das in Kleinigkeiten sind und eben keine wesentlichen Dinge. Denn das würde mich dann schon ganz stark ärgern. Und insofern mache ich mich jetzt hier
heute noch mal ein bisschen an ein paar Vorbereitungen und Aufräumaktionen und werde mich dann aber auch in den nächsten Tagen sicherlich wieder melden mit dann hoffentlich mehr Baufortschritt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.